Hallo, ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Wir sind wieder da im kalten Deutschland, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wir durften 2 Wochen auf der Mein-Schiff verbringen und genau darum soll es heute hier auch in diesem Video gehen. Ich habe während der Reise 10, ich würde jetzt mal sagen Tipps, Tricks, Hacks, alles Mögliche, was es auf dem Schiff für Kleinkinder gibt, versucht rauszufinden, alles, was wir selber genutzt haben, gefilmt. Und genau das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Ihr könnt vor allen Dingen dranbleiben und ganz gespannt sein, egal wie alt eure Kinder sind. Also ob ihr jetzt mit einem Baby vorhabt zu reisen, mit einem Kleinkind oder auch einem Kind, denn es sind auf jeden Fall auch ein paar Punkte dabei, die ja für jedes Alter gelten oder die man ein bisschen abwandeln kann. Und von daher wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und bleibt gerne dran. Bevor ihr jetzt diese 10 Tipps, Kurzvideos seht, die ich euch zusammengefasst habe, möchte ich noch ganz kurz 2, 3 Dinge zur Reise selber sagen. Also wir haben die Reise im November und Dezember gemacht. Das heißt, wir sind Ende November aufs Schiff gegangen und sind bis Dezember geblieben. Am 7. Dezember sind wir wieder in Deutschland angekommen. Und ich habe natürlich jetzt versucht, ganz schnell dieses Video hier für euch zu bearbeiten, dass ihr das sehr zeitnah auch bekommt. Natürlich lagen dazwischen jetzt 2, 3 Wochen, denn ja, auf dem Schiff musste ich das ja filmen und kann euch das jetzt erst quasi zeigen. Von daher nur, dass ihr euch so ein bisschen noch an der Zeit orientieren könnt. Und dann interessiert es bestimmt auch einige von euch, mit welchem Schiff wir weg waren. Wir waren jetzt mit der Mein Schiff 2 weg, wobei wir auch schon auf anderen Schiffen der Mein Schiff waren. Zum Beispiel letztes Jahr, als unser Kleiner noch ein Baby war, waren wir auf der Mein Schiff 1. Und die Tipps, die ich euch jetzt gleich verrate, beziehungsweise ja die kurzen Sequenzen, die ich euch zeige, die ja, haben wir damals auch schon rausgefunden. Also die gelten auch für alle anderen Schiffe quasi. Ja, und bei uns war es aber auf der allerersten Reise so, die wir mit Baby gemacht haben, dass wir ja viele dieser Dinge gar nicht wussten. Und deswegen bin ich dazu gekommen, dieses Video zu drehen. Denn ich denke, gerade manche Sachen, auch was das Gepäck angeht, wenn man jetzt eine Flugreise macht, die kann man sich einfach sparen. Oder wenn man von einer anderen Mami dann schon mal diesen Tipp bekommen hat, dass man dann ganz dankbar darüber ist. Und bei uns war es auf der letzten Reise nämlich auch so, dass wir viel zu viel mitgenommen haben. Das war Gott sei Dank keine Flugreise, das war ja unsere blaue Reise von Kiel bis Kiel. Und dann auf der Reise selber, als man sich dann mit Eltern unterhalten hat, beziehungsweise ja dem Personal vor Ort, da hat man dann so einiges rausgefunden. Und jetzt würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr, wenn ihr auch eine Reise mit dem Schiff macht und vielleicht euch noch irgendetwas anderes auffällt, was jetzt hier in diesem Video noch nicht vorgekommen ist oder ihr noch ganz andere Tricks auf Lager habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare, dass auch alle anderen Eltern davon profitieren können. Und jetzt würde ich sagen, wir starten. Wir haben uns hier am ersten Tag an der Rezeption so eine Babybadewanne ausgeliehen, um den Kleinen einfach hier auf der Kabine baden zu können. Ihr könnt die Wanne dann auch super oben am Poolbereich nutzen und eure Kleinen damit ein bisschen planschen lassen. Gerade auch, wenn vielleicht der Pool ganz voll ist oder ihr es euch einfach mal ein bisschen mit den Kleinen auf der Liege gemütlich machen wollt. Noch ein kleiner Mami-Tipp von mir an euch, falls eure Kinder in dem Trubel mal nicht so gut einschlafen können, dann könnt ihr hier auf Deck 5 einfach hin und her spazieren. Das ist eine ganz lange Gerade hier entlang der Rettungsboote. Ihr habt da zwischendurch auch noch das Tag und Nacht, den Außenbereich und hier einen Außenbereich mit Stühlen. Und ja, das ist so ein bisschen mein kleiner Geheimtipp, denn hier auf unserer Reise hat bisher hier noch fast niemand gesessen und da kann man sich dann auch ganz gut erholen und Pärchenzeit machen. Und schaut mal diesen Ausblick. Ja, und so können die Kleinen dann in absoluter Ruhe ein bisschen träumen und wieder neue Kraft für den Abend tanken. Jetzt befinden wir uns hier im kleinen Poolbereich und den zeige ich euch mal. Der besteht aus 2 Whirlpools. Dann hier einer, ja, etwas größeren Pool und hier oben ist noch ein Whirlpool und das Tolle an diesem Pool ist, dass ja, das so ein bisschen der inoffizielle Kids-Pool
Pool, der mein Schiff ist. Der ist etwas kleiner wie der große. Der große ist ja ein 25 Meter Pool, wo auch geschwommen wird. Und hier vorne könnt ihr super mit euren Kindern planschen. Und ja, ihr könnt die sogar mit in den Whirlpool nehmen. Also da hat bei uns bis jetzt noch niemand was gesagt. Und wie ihr seht, könnt ihr hier ringsrum mit den Kindern auch laufen. Und das ist alles auf Knöchelhöhe. Ja, und an Land, beziehungsweise an Landtagen, wo das Schiff im Hafen liegt, seht ihr wie jetzt, ist hier wirklich gähnende Leere und wir können den Pool jetzt als Familie super nutzen. Ihr könnt euch an der Rezeption einen Bademantel in klein abholen. Ich glaube, die gibt es ab Größe 92 und dann braucht ihr diesen auch nicht von zu Hause mitzubringen. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Babynest auf der Mein Schiff. Und zwar könnt ihr das stundenweise mit eurer Familie bzw. euren Kleinkindern buchen. Das ist von 0 bis 3 Jahre. Und die Kinder dürfen alles benutzen, was dort drüben in dem Schrank ist. Ihr habt ja auch eine Wickelstation. Und hier auf der Mein Schiff 2 gibt es jetzt noch diese Höhle, wo die Kinder sich drin verstecken können. Am Wasser könnt ihr trinken. Ja, und ich finde, das ist einfach total süß gemacht für die Kleinen. Hier oben auf dem Deck habt ihr in der Wachstube auch einfach den ganzen Tag die Möglichkeit, euch hier verschiedenes Gedeck zu holen. Und das ist, hat halt den Vorteil, dass ihr dann direkt hier oben am Poolbereich seid. Hier gibt es dann auch verschiedene Brötchensorten und ihr könnt euch auch einfach euer eigenes Brötchen hier belegen lassen. Hier im Ankermannsplatz gibt es das Kids-Buffet, an dem ihr den ganzen Tag für eure kleinen Speisen findet. Wenn ihr in einem Bedienrestaurant seid, dann könnt ihr euch hier immer diese Kinderkarte geben lassen und so haben auch eure Kleinen dann die Chance auf ein 5-Gänge-Menü ganz nach ihrem Geschmack. Hier zeige ich euch jetzt noch das Babyphone, das man hier auf der Mein Schiff für die Reise ausleihen kann und wir reservieren das immer vorab. Schon bei der Buchung mit, dass, dann bekommt ihr einen Zettel. Sobald ihr angekommen seid, liegt ihr auf eurem Bett und dort steht dann, dass ihr das Babyphone an der Rezeption abholen könnt. Da ist dann so ein Handy dabei und eine Kamera, mit der ihr den ganzen Raum überblicken könnt und euer Baby dann bei jeder Gelegenheit auch seht. Und das Handy vibriert bei der Bewegung von euren Babys und macht auch eine Lautstärke, sollten eure Babys dann reden oder weinen. In diesem Video sollte ein Blick in unsere Innenkabine nicht fehlen und zwar aus folgenden Gründen. Ich wollte euch einfach mal die Vorteile aufzählen. Der erste Faktor ist natürlich, dass eine Innenkabine sehr viel günstiger ist als eine Balkonkabine und ihr so als Familie nochmal Geld sparen könnt. Ihr habt dann hier zusätzlich sehr, sehr viel Stauraum. Ich zeige euch das mal. Man hat hier so zwei Schränke. Dann habt ihr, dort ist die Tür, neben der Tür habt ihr dann nochmal Platz. Ihr seht, da passen alle drei unsere Koffer hin. Dann gibt es einen Schreibtisch und auch nochmal Schubkästen hier unten. Also wir persönlich finden, dass der Stauraum hier einfach sehr, sehr viel Platz bietet. Also man hat wirklich ganz, ganz viel da. Die Stauraumfächer neben den Betten kommen uns auch sehr viel größer vor. Und wir konnten so wirklich alles verstauen, was wir mit drei Personen mitgebracht haben. Ja, und der nächste Vorteil wäre dann natürlich noch, dass ihr es immer komplett dunkel machen könnt und nicht wie in einer Balkonkabine, von der wir übrigens auch große Fans sind. Ja, da muss man ja immer ein bisschen tricksen dann mit Wäscheleien oder was auch immer. Und das habt ihr natürlich hier nicht und somit könnt ihr auch tagsüber, wenn die Kleinen Mittagsschlaf machen oder wie auch immer, habt ihr dann ja die Möglichkeit, alles zu verdunkeln. Ein Blick ins Bad, das sieht genauso aus wie in einer Balkonkabine. Wie gesagt, wir sind von beidem große Fans. Ich wollte euch das jetzt aber nochmal einfach hier als kleinen Tipp mit in diesem Video geben. Und auch da seht ihr wieder ganz viel Stauraum.
Auch hier unten gibt es noch Stauraumfächer, sodass ihr wirklich alles unterbekommt. Die Laufstrecke auf Deck 14 eignet sich übrigens super, um eure Kleinen mal so richtig auszupowern. Und hier sind zwischendurch auch immer noch mal so Spielestationen, wo die Kleinen was machen können. Es gibt auch für die etwas größeren Hüpfekästchen. Und das Ganze befindet sich hier oben neben der Arena. Und da seht ihr auch wieder den Kids Club von außen. Und ihr könnt dann hier einfach ja, ganz gemütlich drüber schlendern. Die einzige Zeit des Tages ist von 6 bis 8, wo man hier oben joggen darf. Und danach habt ihr freie Bahn, hier mit euren Kindern zu spielen. Ihr könnt euch hier auf der Mein Schiff solche Spielzeugkisten für eure Kleinen ausleihen. Dann braucht ihr quasi nicht so viel von zu Hause mitzubringen. Wir haben das jetzt hier auf dieser Reise nicht benötigt, da wir ja so viel Zeug noch vom Flug mit hatten, da wir ja nicht so richtig wussten, was in den 10 Stunden alles auf uns zukommt. Wir haben die aber jetzt hier ausgeliehen an unserem letzten Tag, weil wir haben das Gepäck für den Rückflug schon aufgegeben und sind jetzt noch einen ganzen Tag hier an Bord. Ja, und da haben wir die ausgeliehen und jetzt kann der Kleine quasi den ganzen Tag damit noch spielen. Da sind verschiedene Sachen drin. Ihr könnt auch Wünsche äußern. Wir haben jetzt eine für ja, ein anderthalbjähriges Kind ausgeliehen. Und ja, die könnt ihr euch hier, wie gesagt, für die Reise ausleihen und dann mit auch auf eure Kabine nehmen, zum Pool oder wohin auch immer. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere für euch persönlich mitnehmen. Falls ja, dann dürft ihr mich gerne unterstützen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Gerne dürft ihr auch den Kanal abonnieren, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und wer noch mehr zum Thema Schiffsreise sehen will, der kann nächste Woche wieder einschalten, denn ich werde jetzt diese Woche das zweite Video bearbeiten, und zwar unsere Reise. Ich habe während der Reise kurze Sequenzen gefilmt. Ich habe euch an ein paar Ausflügen teilhaben lassen. Das füge ich jetzt alles zusammen. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen, ob eine Reise mit Kleinkind auf dem Schiff für euch in Frage kommen würde. Oder natürlich auch, wenn ihr einfach nur mal sehen wollt, was wir machen, dass wir einfach hier aus dem kalten Deutschland fliehen und ja, uns bei 30 Grad in der Sonne aufhalten. Was auch immer eure Gründe sind, ich freue mich riesig, dass ihr hier auf diesem Kanal gefunden habt und dass ich euch hoffentlich mit meinen Videos inspirieren kann. Uns hat die Reise auf jeden Fall riesige Freude gemacht. Der Kleine hatte, so wie wir es wahrgenommen haben, auch ganz viel Spaß. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Adventszeit. Genießt sie im Kreise eurer Liebsten und ich freue mich auf nächste Video. Bis dahin, tschüss!